Jetzt ist noch wichtig, dass wir Sauerkraut mit reingeben, auch mit Flüssigkeit. Hallo und herzlich willkommen im aktuellen Video. Heute gibt es mal wieder ein richtig geiles Essen, denn wir werden Koteletts mit Sauerkraut vom Big Green Egg machen. Wie das Ganze ausschaut, ich habe Koteletts besorgt, haben wir hier 1,4 Kilo. Dann haben wir schön Speck, wir haben Schupfnudeln, wir haben Sauerkraut und wir haben Zwiebeln. Also ein absolut einfaches Gericht, man braucht nicht viel dafür, aber es wird mega lecker. Ja, anfangen können wir jetzt mit unserem Speck und auch mit unseren Zwiebeln. Wir werden jetzt erstmal andünsten und hauen danach eben noch die Schupfnudeln rein und rösten das erstmal ordentlich an. Los geht's! So, mit unserem Luftleiter hier haben wir schon die Glut ordentlich heiß gemacht. Und dann werden wir jetzt mal den Petromax in die Glut reinstellen. Öl habe ich schon in den Topf reingegeben und ja, da ist halt richtig Hitze dahinter. Und dann warten wir mal, bis wir richtig Hitze haben und geben dann unsere Zutaten nach und nach dazu. Wir fangen mit dem Speck an und danach mit den Zwiebeln. Jetzt haben wir die richtige Temperatur und geben jetzt unseren Speck rein. Ja, man hört es auch, Temperatur hat gepasst. Oh, da haben wir noch ein Speckstückchen vergessen. Rein damit und tun es mal beiseite. Die Schupfnudeln, die werden wir jetzt auch mit andünsten oder anrösten, nehmen wir aber dann wieder mit raus, denn die kommen erst relativ zum Schluss vom Gericht wieder mit dazu. Warum? Ich glaube, wenn ich die jetzt mit dem Sauerkraut für 2 Stunden da drin garen lasse, dann gehen mir diese Kartoffelteile hier auseinander. Und das möchten wir nicht. Und daher denke ich mal so vielleicht eine halbe Stunde vorm Servieren kommen die nochmal in den Topf mit rein. Da wird es nochmal richtig umgerührt und dann lassen wir es fertig ziehen. Aber jetzt erstmal anbraten mit dem Rest zusammen. Ja, der Speck hat jetzt richtig die Farbe bekommen. Wir nehmen den jetzt erstmal raus, gemeinsam mit den Zwiebeln. Und werden dann unsere Schupfnudeln in dem Fett, was da sich jetzt gesammelt hat, garen. Wenn das ein oder andere Zwiebelstück drin bleibt, gar kein Problem. Jetzt nehmen wir unsere Schupfnudeln und geben die hier rein. Gerade bei den Schupfnudeln muss man einmal aufpassen, denn die sind eine relativ fragile Geschichte. Also wenn man die ganze Zeit rumrührt, dann legt man sie auseinander und von daher schön sachte immer von allen Seiten garen lassen. Doch, jetzt hole ich erst noch ein wenig Öl. So, und dass mir das Ganze jetzt nicht anbrennt, denn man sieht schon, da sind schon Röstaromen mit dabei. So, ich nehme jetzt auch gleich noch Öl und geben das hier mit dazu. Später dann auch noch Butter. Aber Butter ist ja nicht für allzu viel Hitze gedacht. Und daher geben wir die Butter dann erst zum Schluss für den Geschmack dazu. Und schwenken das nur ganz leicht. Ja, und jetzt zum Abschluss ein wenig Butter noch mit dazu. Und dann wieder schnell umrühren, denn bei der Hitze brennen die echt schnell an. Ja,
Ja, normalerweise muss ich dazu sagen, ich mache die immer im Topf, beziehungsweise in der Pfanne. Erst mit ordentlich Hitze und dann langsam mit der Hitze runtergehen. Das ist hier natürlich jetzt schwieriger, da muss man dann schon mehr aufpassen. Die Schupfnudeln müssen jetzt auch noch gar nicht so weich sein, denn wir werden sie ja nachher im Sauerkraut fertig garen. Es geht also nur darum, dass wir außen Röstaromen kriegen, Geschmack. Und deswegen nehmen wir sie jetzt auch langsam raus, stellen die beiseite und später geben wir sie wieder mit dazu. Ja, unten hat sich jetzt Satz gebildet. Den löschen wir jetzt ab mit Whisky, dass es sich löst. Da kann man auch eine gute Ladung nehmen, denn das verkocht jetzt dann gleich alles. Und dann rühren wir das jetzt mal, lösen damit unten den Satz ab. Denn so ähnlich wird man es auch immer machen, wenn man eine Soße macht. Man röstet Gemüse an, es bildet sich unter Satz, dann nimmt man Rotwein oder einen Schnaps, was auch immer, um den Bratensatz eben abzulösen. Und das sieht man jetzt hier auch in diesen Teilchen, das klappt auch sehr gut. Und werden jetzt wieder unsere Zwiebeln und unseren Speck dazugeben. Ah, ein Traum, sehr gut schaut das Ganze aus. Jetzt ist noch wichtig, dass wir Sauerkraut mit reingeben, auch mit Flüssigkeit. Denn auch das wollen wir jetzt mit noch erstmal richtig Hitze anbraten. Noch ein wenig ziehen lassen und dann nehmen wir das Ganze runter vom Big Green Egg und bauen jetzt dann gleich um, dass wir die Koteletts anbraten können. Dann viele fragen sich immer, ja, was mache ich denn eigentlich, wenn ich mein Fleisch fertig gegrillt habe, muss ich dann mein Grillrost komplett sauber machen? Nein. Also ich mache das immer so, sieht man jetzt hier auch am Grillrost, da ist noch ja, die Grillreste vom letzten Mal drauf, natürlich klar, ausgebrannt. Und dann einfach mit einer schönen Grillbürste drüber gehen und sauber machen. Denn die Reste, die auf dem Grillrost übrig bleiben, die wirken als Schutzschild, dass euch der Grillrost nicht so leicht kaputt geht. Und deswegen schön einfach die Sachen drauf lassen, festkrusten lassen, dann ist es ordentlich eingepackt, gerade durch das Fett, was da noch mit dabei ist, ist tipptopp, gar kein Problem. Und beim nächsten Mal einfach aufglühen lassen, richtig mit ordentlich Bums runterkratzen, dann geht es auch extrem schnell, wenn es eben heiß ist und dann ist der Grillrost auch sauber. Was ihr machen könnt, wenn ihr sagt, ja, aber dann ist ja hier irgendwie noch so ein bisschen schwarzes Zeug dann beim nächsten Mal mein Fleisch, das will ich nicht, Eidetai, auch kein Problem. Nehmt ihr einfach ein, Ceva, weiß ich gar nicht den Alternativbegriff, Küchenkrepp, um keinen Markennamen zu nennen. Nehmt ihr ein Küchenkrepp, nehmt Öl, tut es drauf und reibt dann über euren Grillrost drüber. Aber Achtung, aufpassen, dass euch das Ding nicht in Flammen aufgeht, denn Öl und Hitze kann leicht brennen. Also von daher drauf tun auf das Küchenkrepp, schnell drüber und dann runter und dann habt ihr auch einen sauber blitzblanken Grillrost wieder. Und mehr muss man gar nicht machen. Ja, der Grill hat die richtige Hitze. Und jetzt nehmen wir unsere Koteletts. Wichtig ist dabei zu beachten, die Koteletts, die haben natürlich jetzt nicht das absolute Megafett. Also von daher können wir die auch nicht ultra lange auf dem Grill lassen. Wir wollen jetzt einfach nur erreichen, dass wir außen eine schöne Röstung bekommen. Ja, unsere Koteletts, die sind jetzt gleich fertig. Wir bauen jetzt hier um, dann kommt wieder unser Konvektor rein und dann alles in den Petromax und dann geht's weiter. Ja, das Fleisch, das habe ich jetzt im Sauerkraut am Weg begraben und was wir jetzt noch machen ist,
eine Bouillon mit dazugeben, also eine Brühe. Normalerweise würde ich jetzt eine Rinderbrühe oder so ein Bratenbrühe irgendwas mit dazugeben. Hatte ich leider nicht da, deswegen ist es jetzt Hühner. Aber was soll's, davon was drauf, denn wir wollen ja, dass es saftig ist. Da ist noch kleine Fleischstückchen mit drin. Aber das tut dem Ganzen natürlich auch nichts Schlechtes. Das kann nur richtig kraftvoll und lecker werden. Gut. Dann ist wichtig, damit das Fleisch schön eingepackt ist. Dann kommt jetzt der Deckel drauf, der Big Green Egg zu. Und dann lassen wir das auf jeden Fall eine Stunde, eineinhalb, vielleicht auch zwei mal da drin und gucken, was passiert. So, und jetzt schauen wir einfach mal kurz rein. Es ist nämlich echt ein absolutes Gedicht. Ja, so sieht das Ganze nun aus. Wirklich traumhaft, sage ich euch, traumhaft. Jetzt werden wir unsere Schupfnudeln reinpacken. So schauen die jetzt aus. Glas sind zwischenzeitlich abgekühlt, aber ist ja gar kein Problem. Und dann werden wir unsere... Oh, jetzt muss ich nur schauen, wie ich das organisatorisch hier mache. Den ein wenig drin da. Dann kommen wir auch ans Werkzeug und werden die Schupfnudeln unter das Ganze unterrühren. Ja, wie schon gesagt, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die Schupfnudeln nicht zerstören. Oh, die eine oder andere ist schon nach hinten geflogen. Naja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Und dann werden wir das Ganze jetzt noch, ich denke mal, eine halbe Stunde ziehen lassen. Und dann geht's ans Essen. Oh yeah.